Ja, wir grüßen euch. Guten Abend an alle. Ein kleiner Hinweis: Wenn wir die Geschichte in der Schule lernen, lernen wir die Geschichte von den Menschen, die Macht missbraucht haben. Die Geschichte besteht aus Menschen, nicht die eine Religion gegründet haben, sondern die sich erkannt haben, die die höchste Schöpferkraft erreicht haben, so wie Buddha, Jesus, Mohammed und alle anderen 10, 20.000 Unbekannte Erleuchtete, die einfach das Höchste erreicht haben, die Schöpferkraft. Und diese Menschen, ich sage Menschen, hatten nicht vor, eine Religion zu gründen, sondern die wollten einfach sich feiern, das Beste tun. Und diese Menschen, die dann aufgestiegen sind, weil sie in das höchste Glück, das was jeder Mensch sich wünscht, erreicht hat, die haben die Entscheidung getroffen, mit auf dieser Erde zu bleiben. Nicht im Körper, sondern in der Biologie und Physiologie. Und diese Wesen bestimmen irgendwie die Welt. Also die Energie von den Zen-Meister, von Bodhidharma in China, Ayacucho oder Franz von Assisi oder, ne? Jeanne d'Arc in Frankreich. Das sind die Menschen, die Kultur, die Archäologie, die Wissenschaften in irgendeiner Form bestimmen. Und das heißt, das muss nicht getrennt werden. Jesus ist Religion und Wissenschaft ist was anderes. Also die Geschichte besteht aus Menschen, die ihr Ziel erreicht haben, höchste Gefühl, höchste Hingabe, auch in den Formen von aufgestiegenen Meister. Das sind die Helden, die sollte man in der Geschichte lernen. Und natürlich Engel und Erzengel, und das sind alle Bilder, die in alle Kulturen und in alle Religionen bestehen. Und die Botschaft ist, du bist auch, ob du willst oder nicht, Buddha, Mohammed, Jesus. Und jeder von uns hat eine Entscheidung getroffen, eine spezielle Energie durch sich fließen zu lassen, die einfach auch ein Lady Nada oder eine dieser Meister, die Meister im Sinne, weil die das Beste von sich erreicht haben. Und wir haben regelmäßig, wir laden Menschen ein, die bereit sind, eben zum Beispiel Sabine ist verbunden mit Erzengel Raphael. Und auch anderen, man kann mit einer, und sie repräsentiert auch diese Energie, die sagt, ja, ich bin Gott, ich bin der Engel, ich bin alles, ich bin Mohammed. Aber sie öffnet einfach auch diesen Kanal, und Eike ist heute mit der Energie von Erzengel Michael. Und die größte Provokation, die man machen kann, ja, ich akzeptiere, dass ich das alles bin. Und deswegen machen wir ab und zu immer, wenn ich es schaffe, bitte, 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 dass du dich zur Verfügung stellst mit deiner individuellen Meisterschaft und diese Energie einfach hier im Raum, live in der Sendung, in der Welt, das kann dann auch gesehen werden, auszustrahlen. Und das ist für mich in Stille das Höchste, was man tun kann. Wir haben das jetzt immer einzeln gemacht, und heute kam einfach das Gefühl, Mensch, machen wir ein Treffen zwischen Erzengel Michael
und Erzengel Raphael. Vielleicht vertragen die sich. Vielleicht kann sich die Energie nochmal erweitern, verdoppeln. Egal. Die sind sowieso immer bereit für Erweiterung. Ne? Und deswegen, wir sprechen viel. Wir werden jetzt einfach diese andere Sprache der Stille in der Meditation erfahren. Das ist eine sehr mächtige Sprache. Ihr spürt, wie der Raum sich fühlt jetzt. Man spürt die Luft sich verändern. Diese Tiefe, diese Höhe, dass ich bald nicht mehr sprechen darf, höre ich gerade. Trotzdem, sprechen ist unser Wesen. Sabine, Dankeschön, dass du dich zur Verfügung stellst. Gibt es von Erzengel Raphael, Raphael eine Botschaft jetzt, bevor wir beginnen? Ist die ganze Zeit in der Luft, der freut sich riesig in Kontakt mit Erzengel Michael, das zusammen, weil es nochmal eine ganz andere Dynamik kriegt. Und der Impuls von Erzengel Raphael ist heute, sein Spezialgebiet ist ja unter anderem auch die Heilung. Und für alle, die jetzt da sind und da sein werden, besteht die Möglichkeit, jetzt in dieser kurzen Meditation einen Raum zu öffnen für das, wo du spürst, wo Heilung geschehen darf. Dass vielleicht was Altes, das wäre dann Michaels Aufgabe, das kann er noch selber sagen, vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Und Raphael stellt auf jeden Fall einen Raum her, wo Heilung geschehen darf. Sei es auf der körperlichen Ebene oder auf anderer Ebene. Also verbinde dich, wenn du möchtest. Das, was du spürst, wo Heilung gebraucht werden kann. Gib einfach da deine Aufmerksamkeit, aber nicht als Fokus, sondern einfach gib einfach mit der Absicht der Öffnung. Und es bedarf nichts weiter zu tun von deiner Seite, einfach nur die Absicht der Öffnung für dieses Organ oder für dieses was auch immer. Und schau einfach, was passiert. Das ist das, was heute da ist. Ja, danke für diesen Geschenk. Wünsche dir Heilung und es wird geschehen. Erzengel Michael, gibt es eine Botschaft von dir oder einen Impuls? In der Form der Sprache, begrenzte Sprache. Ich nehme eine ganz starke, liebevolle, also eine ganz kraftvolle Liebe, eine endlose, kraftvolle Liebe wahr. Und die stellt Erzengel Michael heute zur Verfügung, dass ihr euch daran stärken könnt. Okay, das wird jetzt in Stille geschehen. Das heißt, in Stille kann alles gesagt werden, alles gefühlt werden. Bloß nicht in Denken. Nimm diese Geschenke jetzt an, die geschehen. Was Schöneres kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Schöne Reise.